Hallo Freunde, ich habe vor ein paar Tagen von einem Bekannten ein kleines Spaltbeil bekommen und dieses Spaltbeil hat er früher in seinem Job in der Lederindustrie gebraucht. Also er war, ich weiß nicht mehr, ob man diesen Beruf noch kennt, Zuschneider für Leder. Und da hatten die immer dieses Gerät hier, ich sage jetzt mal einen kleinen Spalthammer, wo man dann die groben Teile des Leders dann weggehämmert hat oder weggespalten hat. Er hat mir das jetzt dieses Eisenteil gegeben und ich bin jetzt in Versuchung geraten, mir da so ein kleines Beil draus zu machen. Also zur Größenverhältnisse. Wenn man es in der Kamera nicht so genau sieht, das ist ein Beil, da ist die Schneide ca. 6 cm. Wie gesagt, den Griff selber reingemacht und hier oben dann noch ein bisschen verstärkt oder oben den Stiel aufgespalten und dann einen Keil rein aus Metall. Und jetzt bin ich dabei, weil das Messerchen oder das Beilchen hier einige Scherben drin hat und weil es einen konvexen Schliff hat, das ein bisschen nachzuschleifen. Wer Interesse hat, kann gerne zuschauen. Ich werde es mit Schleifpapier machen. Das ist dann ein 40er Schleifpapier, wo ich einsetzen werde. Okay, wie gesagt, das ist ein nettes kleines Teil. Hinten hier hat es einen runden Hammerkopf noch mit dabei und liegt gut in der Hand. Der Griff, das ist nur ein bisschen mit Hickory. Ja, und wer Lust hat, schaut halt mit zu. Jetzt ein bisschen rauszoomen. Als Utensilien habe ich dann dabei Holz zur Unterlage. Und hier ein ganz normales Küchentuch. Das soll ein bisschen diesen weichen Untergrund geben fürs ballige Schleifen. Und dann, wie gesagt, 80er Schleifpapier oder 40er Schleifpapier, sorry. Und ja, dann geht es jetzt halt ein Weilchen so. Ich muss jetzt hier quasi die Schneide ein bisschen nach unten drücken und durch den weicheren Untergrund kommt eine gewisse Rundung rein. Und ich will jetzt versuchen, dass ich hier eine schöne Schneide hinbekomme. Also es greift und hier diese ganze Schatten hier, die will ich rausbekommen. Und ich werde es jetzt euch immer so ein bisschen schrittweise zeigen. So, hier sieht man es, glaube ich, hier sind die Schatten drin. Und hier oben bildet sich schon der Grat. Und wenn ich diesen Grat oben jetzt wegbekomme, dann haben wir jetzt schon die halbe Miete. Also es dauert noch ein Weilchen mit dem Schleifen. Und ja,
Ja, ich bin auch gespannt. So, der Grat hier vorne ist abgetragen und hier hat es noch ein paar Schatten drin, aber die sind jetzt ausgewetzt oder ausgeschliffen. Also hier war der Stahl umgelegt. Ich werde es jetzt so lassen und es greift schon. Ich werde jetzt zum anderen Schleifpapier wechseln. Und werde das Ganze jetzt mit einem Naschschleifpapier weitermachen. So, wie man sieht, bin ich jetzt mit der ganzen Geschichte auf Naschschleifpapier umgestiegen. Ich habe das Tuch da ein bisschen nass gemacht, Schleifpapier natürlich auch. Und durch die Adhäsion hebt das Ganze jetzt ziemlich gut. Und jetzt machen wir mal die Schneide ein bisschen schärfer. Und wir sehen es dann. Man hört so richtig, wie es greift. Ab und zu ein bisschen Wasser nachgeben. Und wenn es ja ballig sein soll, ganz leichter Druck nach vorne schieben. So sieht man es. So, jetzt habe ich ungefähr eine gute Stunde an dem Beilchen geschliffen, ballig, wie man sieht. Und jetzt noch schön den Test, das ist ein bisschen eine leichte Kartonage. Mal sehen, weil es sind noch einige kleine Schatten drin, die gehen dann beim nächsten Schleifen raus, weil da wollte ich jetzt nicht so viel Material abnehmen. Und mal gucken, wie es denn so geworden ist. Und man soll halt auch nicht vergessen, ein Beil soll spalten und nicht schneiden. Ja, bin zufrieden. So, jetzt machen wir noch den Küchentest. Das besteht. Oh ja. Vielleicht auch ein nettes Küchenbeil. Hä? Okay. Wie immer. Ich danke euch fürs Zuschauen. Man sieht sich auf YouTube. Grüße vom Inderanger und Kat.